Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die neuen Spar- und Reformvorschläge der griechischen Regierung stoßen bei den anderen Euro-Staaten erstmals nicht auf entschiedene Ablehnung. Einige Regierungen reagierten verhalten, andere mit vorsichtigem Optimismus. Die Vorschläge waren gestern Abend fristgerecht nach Brüssel übermittelt worden. Sie sehen unter anderem Steuererhöhungen sowie eine Rentenreform vor und ähneln den Forderungen, die die Geldgeber zuvor an Griechenland gestellt hatten. Ministerpräsident Tsipras will noch heute Abend die Zustimmung des Parlaments zu der Liste einholen. Gegen die vorgeschlagenen Reformen demonstrieren am Abend hunderte Griechen vor dem Parlament. Und schon am Morgen hatten Rentner vor dem Finanzministerium protestiert. Noch immer sind die Banken geschlossen und sie haben bislang nur einen Teil ihrer Rente bekommen. Obendrauf jetzt auch noch die neuen Sparvorschläge der Regierung an die Geldgeber. Das bringt für die Rentner das Fass zum Überlaufen. Das sind doch fast dieselben Vorschläge, über die wir schon abgestimmt haben. Sie haben uns in den letzten 5 Jahren massakriert und es geht genauso weiter. An diesen Reformen entzündet sich unter anderem ihr Zorn. Die Frühverrentung in Griechenland soll nahezu komplett abgeschafft werden und das Rentenalter soll bis 2022 schrittweise auf 67 Jahre angehoben werden. Auch im Steuerbereich gibt es Veränderungen. Höhere Steuern auf Restaurants und Gastronomie sollen eingeführt, die Steuervergünstigungen auf nahezu allen Inseln hingegen abgeschafft werden. Einschnitte sind im Militärhaushalt geplant, in den kommenden 2 Jahren Kürzungen von 300 Millionen Euro. Aber auch das Thema Privatisierung von regionalen Flughäfen und Häfen steht auf der Liste. Nach dem deutlichen Nein der Griechen beim Referendum gegen neue Sparauflagen muss Tsipras nun seine Kehrtwende erklären. Heute soll das Parlament über seine Vorschläge abstimmen. Das Ziel, ein neues Mandat für Verhandlungen mit den Geldgebern. Hartnäckig wehrt sich der linke Flügel seiner Partei, der strikt gegen Sparauflagen ist. Meine Position ist klar. Jeder hat sie gehört. Die Abstimmung ist aber erst am Abend. Vor dem Votum wirbt der neue Finanzminister bei den Abgeordneten um Zustimmung. Ich glaube, dass wir nach dem Referendum und noch viel mehr nach dieser Abstimmung in einer besseren Verhandlungsposition sind, wenn wir heute an einem Strang ziehen. Für Alexis Tsipras, so hat er verlauten lassen, wäre eine Niederlage bei der Abstimmung inakzeptabel. Eine Mehrheit gilt aber als wahrscheinlich, weil Oppositionsparteien für die Vorschläge stimmen wollen. Wieder verbindet Alexis Tsipras seine politische Zukunft mit einem Erfolg bei der Abstimmung. Ein Votum, das rechtlich nicht bindend ist. Aber ein Votum, das ihm innenpolitisch den Rücken stärken soll. Und den Geldgebern soll es signalisieren, dass die griechische Regierung glaubwürdig ist. In Brüssel wollen morgen die Finanzminister der Eurozone über die Liste beraten und anschließend den Staats- und Regierungschefs eine Empfehlung abgeben. Heute wurden vor allem technische Gespräche geführt. Experten der Kreditgeber vom Internationalen Währungsfonds, der EU-Kommission und der Europäischen Zentralbank in Frankfurt überprüften die griechischen Vorschläge. Frisch renoviert wird es wieder aufgebaut im Frankfurter Bankenviertel, das Eurozeichen mit den gelben Sternen. Die stehen symbolisch für die Gründungsmitglieder der Währungsunion. Im alten Glanz erscheint der Euro zumindest als Skulptur. Das Schicksal des Euro-Mitglieds Griechenland steht dagegen noch in den Sternen. Immerhin angesichts der nun vorliegenden griechischen Sparvorschläge zeigt sich der französische Präsident optimistisch. Die Griechen haben damit gezeigt, sie wollen in der Eurozone bleiben. Das Programm, das sie präsentieren, ist seriös und glaubwürdig. Länder wie Litauen oder die Slowakei sehen das anders. In Bratislava wird der slowakische Präsident deutlich. In dieser Geschichte gibt es zu viel Populismus. Die griechischen Politiker belügen ihr Volk. Alexis Tsipras sagt nicht die Wahrheit. Die neuen Reformvorschläge bezeichnet der Chef der Eurogruppe als umfangreich. Auf die Frage, ob es stimme, dass Athen im Gegenzug einen 53 Milliarden Euro Kredit verlange, nur so viel. Ich höre das auch, dass diese Zahl genannt worden sein soll. Aber die Summe ist noch nicht kalkuliert. Wir müssen die Beratungen abwarten. Morgen kommen in Brüssel die Finanzminister der Eurozone zusammen zu einer Sitzung, die nach langer Hängepartie vielleicht Entscheidungen bringen könnte im griechischen Schuldendrama. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 11. Juli.
Morgen wird es unter Hochdruckeinfluss verbreitet sonnig. Den Norden Deutschlands streifen allerdings die Wolken eines atlantischen Tiefausläufers. Heute Nacht ist es verbreitet sternenklar. Gegen Morgen ziehen im Nordwesten Wolken auf, die sich am Tag nach Osten verlagern. In Küstennähe kann es mitunter etwas regnen, ansonsten überwiegend sonnig. Im Süden entwickeln sich später einzelne Hitzegewitter. In den östlichen Mittelgebirgen heute Nacht um 4, am Niederrhein bis 14 Grad. An der See morgen unter 20, im Südwesten über 30 Grad. Am Sonntag im Norden und in der Mitte mehr Wolken als Sonne und gelegentlich Schauer, im Süden überwiegend freundlich und trocken. Die neue Woche beginnt wechselhaft, wobei es im Süden insgesamt etwas freundlicher ist. Warm bleibt es ohnehin. Um 21.45 Uhr hat Thomas Roth diese Tagesthemen für Sie. Enttäuschung in Griechenland. Viele Menschen kritisieren die Sparpläne ihrer Regierung. Und Abschied von Dr. Chivago. Frauenschwarm Omar Sharif ist tot. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.